Von 0 auf 100 in 3 Monaten. So gelingt dir der Raketenstart als Immobilienmakler. Immer wieder kriege ich von Existenzgründern oder Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, mit, dass sie sich in der Perfektion, im Detail verlieren. Mein Ziel ist es, dich sofort auf Flughöhe zu bekommen. Und deswegen werde ich dir in diesem Video die wichtigsten 4 Säulen zeigen, wie du sofort als Immobilienmakler von 0 auf 100 aufsteigst. Die erste Säule ist deine Qualifikation. Da geht es tatsächlich darum, was brauchst du als Immobilienmakler überhaupt am Anfang, um selbstständig durchzustarten. Zum einen brauchst du natürlich eine Gewerbeerlaubnis, so wie in jedem anderen Business auch, was du aufbaust, und zusätzlich noch die Maklererlaubnis nach § 34c. Falls du noch keine Maklererlaubnis nach § 34c hast, dann verlinke ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal ein Video dazu, wo ich dir erkläre, wie du genau da dran kommst. So viel schon mal vorweg. Es dauert ungefähr 1 bis 2 Monate, bis du diese Maklererlaubnis hast. Und je nach Bundesland kann es dich zwischen 200 und 1000 Euro kosten. Säule Nummer 2 ist, dass du mit der perfekten Ausrüstung startest. Was meine ich damit? Zum Beispiel brauchst du natürlich ein Firmenfahrzeug. Ich habe damals angefangen mit einem Smart. Das kommt jetzt natürlich auch drauf an, bist du auf der Stadt ein Immobilienmakler oder auf dem Land? Und welche Strecken musst du tatsächlich zurücklegen. Gleichzeitig empfehle ich dir, ja, ich habe gestartet damals mit einem Windows-PC. Heute werde ich tatsächlich einfach ein gebrauchtes MacBook mir kaufen. Und als Kamera und natürlich auch Handy, was du sowieso brauchst, ein relativ neuwertiges Smartphone. Hier würde ich dir einfach ein iPhone einer neueren Klasse empfehlen. Wir haben immer so eins der aktuelleren, jetzt aktuell mit 3 Kameras, um auch richtig gute Bildaufnahmen in Immobilien zu garantieren. Wenn es gerade um das Thema Bilder geht, dann empfehle ich dir auch eine perfekte Ausleuchtung von Innenräumen. Und hier nutzen wir tatsächlich auch richtige Beleuchtung. Sowas bekommst du einfach bei eBay für 40 bis 100 Euro. Und diese Lichter bringen auch richtig gute Effekte. Das heißt also, in der späteren Bildbearbeitung wird es viel, viel leichter, geräuschärmere Fotos zu bearbeiten. Weiterführend auch noch mal kurz zurück zum Thema Smartphone. Dein Smartphone oder in meinem Fall iPhone ist natürlich nicht nur dein alltäglicher Begleiter, um zu telefonieren und Fotos zu machen, sondern ich nutze es tatsächlich tagtäglich für den Austausch mit Kunden per WhatsApp, per E-Mail und natürlich auch, um meinen Kalender immer auf dem Laufenden zu halten und auch immer eine gute Übersicht zu haben. Was mich damals als Einsteigerin richtig gepusht hat, war tatsächlich eine CRM-Software für Immobilienmakler. Denn hier habe ich die Möglichkeit, mit einem einzigen Programm meinen kompletten Makleralltag zu strukturieren. Das heißt, ich habe dort meine E-Mails empfangen, ich habe eine Wiedervorlage gehabt, wo alle meine Aufgaben regelmäßig aufgeploppt sind, um auch tatsächlich termingerecht alles zu erledigen. Man kann Adressen anlegen, man kann Objekte anlegen, am Ende des Tages auch alles miteinander verknüpfen. Das heißt, man hat auch nochmal eine sehr gute Nachweismöglichkeit, wenn es um das Thema Provisionssicherung geht. Gleichzeitig bieten solche CRM-Softwares die Möglichkeit, dass du ein Objekt einmal anlegst und sofort in alle Portale schießt. Das heißt zum Beispiel Immobilien-Scout, Immowelt, deine eigene Internetseite, eBay Kleinanzeigen kannst du mit einem einzigen Inserat abdecken und musst es eben so nicht in 4, 5, 6, vielleicht auch 10 unterschiedliche Portale schießen. Wenn wir jetzt beim Thema Portale sind, möchte ich dir noch einen Tipp mit an die Hand geben. Das würde ich tatsächlich heute anders machen als damals. Du brauchst nicht von Anfang an direkt so eine 24 Monats oder 12 Monats Mitgliedschaft bei Immobilien Scout oder bei Immowelt. Wenn du am Anfang erst 1, 2 oder 3 Immobilien hast, die du vermarktest, dann reicht auch erstmal, wenn du inseratweise ein Inserat buchst. Eine der wichtigsten Säulen für dich ist die 3. Säule mit dem Thema Außenwirkung. Hier geht es um Marketing. Du musst natürlich gesehen werden, musst in die Sichtbarkeit kommen. Du brauchst eine gewisse Reichweite. Also potenzielle Zielgruppen müssen dich wahrnehmen. Wie funktioniert das? Natürlich klar heutzutage über Offline- und Online-Methoden. Online-Methoden wie Social Media und auch Webseitengestaltung ist sehr wichtig. Aber auch hier birgt der erste große Fehler. Denn hier verlieren sich viele
viele Einsteiger, Existenzgründer und Selbstständige im Detail. Und meistens ist es tatsächlich auch so, dass sie ganz, ganz viel Zeit investieren in die eigene Webseite und am Ende des Tages kennen sie sich aber nicht mit zum Beispiel SEO-Marketing aus und niemand sieht diese Website. Aber ich kann euch tatsächlich sagen, die meisten Immobilienmakler machen das zu Beginn falsch. Sie fokussieren sich auf Webseiten, auf Social-Media-Posts und kümmern sich gar nicht um die wirklich wichtigen Dinge. Und genau an diesem Punkt möchte ich auch auf das Thema Flyer-Marketing hinweisen, denn das ist auch ein Tool, was wir mittlerweile im Offline-Bereich wieder ganz groß machen und auch im Rahmen meines Mentoring-Programms extrem vorantreiben und pushen. Im Bereich Außenwirkung, Marketing kann man eigentlich niemals genug machen, aber viele sehen da teilweise den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und genau deshalb bieten wir das auch im Rahmen meiner Ausbildungsprogramme an, dass wir einfach ganz genaue Strategien und Schablonen mit an die Hand geben. Also da geht es dann um Visitenkarten, um Flyer, dieses ganze Thema Online und Offline perfekt miteinander zu verbinden, die perfekte Synergie zu finden, ja, mit guten Bewertungen natürlich auch Vollgas zu geben und vieles mehr. Also wenn dich das interessiert, dann mach doch einfach mal Folgendes. Unter dem Video findest du einen Link, dort kannst du ein Formular ausfüllen und dann hast du die Möglichkeit, schon die ersten Tipps und Tricks am Telefon mit meinem Team zu besprechen. Also vielleicht lernen wir uns ja auch persönlich kennen. Jetzt aber zu Säule Nummer 4. Und das ist in der Regel die Säule, an der viele Immobilienmakler scheitern. Es bringt dir wirklich nichts, wenn du deine Qualifikation in Form von der Maklererlaubnis hast, wenn du eine mega gute Ausrüstung hast, einen wunderschönen Firmenwagen, ein tolles iPhone, wenn du eine gute Marketingausrüstung in Form von Flyern und so weiter aufgebaut hast, wenn du in einem Einkaufsgespräch mit einem Eigentümer nicht überzeugen kannst, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Professionalität, mit deinem Expertentum, dann wirst du keinen Maklerleinauftrag generieren. Und ohne Maklerauftrag wird es sehr, sehr schwer, überhaupt als Immobilienmakler richtig erfolgreich zu werden. So schau, dass du dir eine perfekte Strategie bereitlegst, perfekt aufeinanderfolgende Prozesse hast, akquirieren kannst, Leitfäden integrierst und natürlich auch dieses ganze Thema vorantreibst mit Leistungskommunikation, schauen, dass der Eigentümer versteht, warum er einen absoluten Mehrwert hat, wenn er dich beauftragt, obwohl er ganz viel Provision an dich am Ende bezahlt. Muss. Also das ist ganz, ganz wichtig herauszuarbeiten. Natürlich haben wir sämtliche Akquisestrategien, zum Beispiel auch die Einwandbehandlungsmaschine. Was musst du sagen, wenn ein Eigentümer dir Einwände entgegenbringt? Wie kriegst du es hin, einfach richtig schlagfertig zu sein und ihm auch zu zeigen, dass du richtig was drauf hast? Wir haben Formulare, wir haben, wie gesagt, Leitfäden, Strategien, die dich von A wie Akquise bis Z wie Zahlungseingang deiner Provision auch bringen. Aber das würde natürlich hier den Rahmen sprengen. Das ist Teil unserer Ausbildungsprogramme. Wenn dich das Ganze interessiert, dann klick hier unten einfach auf den Link. Ich hoffe, das hat dir alles gefallen heute. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich bin Vanessa Wenck und tschüss!